Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, zunächst muss ich mich erstmal herzlich bedanken bei euch allen, die mich wirklich erschlagen haben mit E-Mails, WhatsApp oder eBay Kleinanzeigen. Es war echt irre. Ich bin kaum hinterhergekommen und habe jetzt, also heute ist Sonntag, bin ich heute zu den letzten E-Mails und Nachrichten gekommen. Nee, stopp, eine habe ich vergessen. Mache ich gleich noch. Werde ich mich gleich noch drum kümmern. Ja, also es ist wirklich der absolute Wahnsinn. Also ich wusste ja schon, dass wieder davon einiges interessant sein könnte an Modelleisenbahnartikeln. Aber dass das so ausartet, hätte ich natürlich nicht gedacht. Natürlich, klar sind natürlich auch der ein oder andere Abonnenten natürlich dazugekommen. Da natürlich herzliches Dankeschön an euch alle. Und ja, ich finde es natürlich klasse, wenn ich euch was zeigen kann, was euch natürlich auch interessiert. Oder wo ihr sagt, ja, oh cool, den Artikel hätte ich gerne oder das habe ich schon länger gesucht oder wie auch immer. Natürlich, wie gesagt, ich kann es nicht jedem recht machen. Also zum Beispiel das Märklin-Rheingold-Set und das andere Zugset von Märklin hätte ich locker 5 bis 10 Mal verkaufen können. Ich werde es nicht so machen, dass ich nur weil einer sagt, bitte, 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 mache ich. Nein, es ist wirklich so, der als erstes schreibt, der hat natürlich Vorverkaufsrecht, nenne ich es einfach mal so. Denn ja, ich habe da keine Favoriten oder wo ihr jetzt sagt, hey, komm, wir kennen uns doch schon Ewigkeiten und ich gebe dir das. Nee, so ist es wirklich nicht. Jeder kriegt auch denselben Preis angeboten. Ist auch ganz wichtig, nochmal zu erwähnen. Also nicht, dass einer kommt, ja, komm, der kennst du ja, der kriegst dann für ein Apple und Ei und so weiter. Es gibt Ausnahmen sicherlich, ist aber hier definitiv nicht der Fall gewesen. Ja, und deswegen, jeder bekommt natürlich auch eine Antwort von mir. Ja, also ich denke, das ist so, sollte so sein. Wenn ich mal einen vergessen habe, dann wirklich bitte ich es zu entschuldigen und der soll mich auch natürlich anschreiben, wenn ich nicht geantwortet habe oder so. Kann ja auch manchmal sein, dass eine E-Mail verloren gegangen ist, durchaus möglich. Aber ich denke, ich habe alles beantwortet. Es war echt heftig. Also so viele E-Mails habe ich schon lange nicht mehr geschrieben. Und ja, es macht aber auch unwahrscheinlich Spaß, das muss ich auch sagen. Ja, also ich finde es total klasse, dass die Videos so ankommen. Deswegen habe ich auch vorab schon im Video gesagt, ich werde nichts bei eBay Kleinanzeigen von dieser Modelleisenbahn einstellen, um einfach euch die Chance zu lassen, natürlich das zuerst zu bekommen. Ja, deswegen lohnt es natürlich auch bei mir, den Kanal zu abonnieren. Das soll jeder machen, wie er möchte. Ich will da keinen sagen, hier abonniert, abonniert, abonniert. Das finde ich persönlich nicht so interessant. Das ist so aufgezwungen, das mag ich nicht. Deswegen, wer das machen möchte, abonniert, der soll das tun. Wer nicht, ist auch okay. Wer natürlich meine Videos trotzdem dessen anschaut und natürlich jede Woche reinschaut, der bekommt natürlich auch so Sachen mit, wenn ich mal eine Eisenbahn ankaufe, was ja ab und zu mal vorkommt. Und das zeige ich euch natürlich auch. Ja, ihr habt dann sozusagen, ich fange schon wieder an mit sozusagen, aber ich habe mich ja gebessert, muss ich sagen. Ja, ihr habt quasi, sage ich auch quasi, ihr habt, das ist, jetzt mach ich ja nicht noch dementsprechend. Dementsprechend sage ich nicht, nein. Also, ihr habt natürlich Vorverkaufsrecht, wenn ihr das Video anschaut und das ist natürlich das große Glück für euch. Manchmal wünschte ich mir bei den Sachen, ich hätte wirklich von den ganzen Sachen wie das Rheingold-Set oder so 5 Stück auf Lager, damit ich jeden bedienen kann und natürlich auch Zugset und was war noch so gehypt? Die Oberleitung war sehr gehypt, ja, was sehr gefragt war. Und ja, da wünsche ich mir manchmal, ich hätte wirklich 5 Sachen, um wirklich jeden happy zu machen, damit keiner enttäuscht ist. Leider ist es natürlich nicht so. Ich kann ja demjenigen, wo ich die Eisenbahn abkaufe, nicht sagen, ja, hast du 5 Stück davon oder so? Oh, hättest du doch mal 5 gekauft, weil ich brauche das jetzt 5 Mal. Das geht natürlich nicht, also weiß ja jeder von euch selber, wenn ihr Modelleisenbahn kauft, ihr kauft euch ja auch nicht von was weiß ich, keine Ahnung, den Rheingold-Set 5 Mal, das Set ist ja Quatsch. Was wollt ihr mit 5 Mal den Rhein-Set? Wieso? Naja, du hast auch hier ein paar Sachen. Ja, einzelne Wagen, wo ich dann den ganzen Zug zusammenstelle, das ist ja okay, wenn ich da 10 Stück davon habe. Wie zum Beispiel die Neuheit von Mesa, was ich euch vorgestellt habe, den von Joef.
den Autotransportwagen. Das sieht geil aus, wenn man davon 10 Stück Naja, hat. dein Bruder hat auch schon ein paar Mal das eine Set da gekauft mit den Wagen da. Ich weiß nicht, wie es heißt. Ja, das Milka, oder? Ja, Ja, irgendwie, egal. ja, egal. Ja, aber so ein Zugset in Rheingold, das ist Quatsch. Also da 5 Stück 5 Sets zu kaufen, das ist Quatsch. Also meiner Meinung nach. Wenn einer Sammelleidenschaft hat und es gibt da verschiedene Zugnummern oder wie auch immer, dann soll er das gerne tun. Das ist ja jeden seine Sache. Ja, auf jeden Fall bin ich jetzt oder ich habe jetzt angefangen. Eigentlich muss ich ja arbeiten, muss ich auch dazu sagen. Also es ist heute Sonntag. Hatte ich glaube ich schon erwähnt. Auf jeden Fall habe ich heute Bereitschaftsdienst. Also es könnte auch theoretisch jeden Moment mein Handy klingeln und ich muss zur Arbeit. Ich hoffe es nicht und bin dann schön mal bezahlt zu Hause. Ist auch mal schön. Ist natürlich nicht immer so. Aber man freut sich natürlich dann umso mehr, wenn dann doch mal das Handy nicht klingelt und man darf zu Hause bleiben und kriegt es trotzdem bezahlt. Also auch sehr, sehr schön. Dafür gammel ich natürlich auch nicht auf dem Sofa rum, sondern beschäftige mich mit euren Sachen, die ihr fleißig bei mir gekauft habt, weil die müssen natürlich nicht nur bezahlt werden, was ja oder wo ich das Geld von euch bekommen habe, sondern ihr wollt es natürlich auch so gut wie möglich verpackt haben und natürlich schnellstmöglich auch verschickt haben. Das ist auch mein Anspruch, denn was erledigt ist erledigt, weil es bringt ja nichts, wenn ich das Zeug hier ewig rummache und liegt und macht und tut und ihr wartet auf eure Sachen. Also das möchte ich natürlich auch nicht. Also von daher, ich packe das immer schnellstmöglich zusammen. Also jetzt heute habe ich wirklich alles mal zusammengesucht. Ich muss auch dazu sagen, natürlich, ich werde nicht jetzt nicht wegen jeder einzelnen Sache in Karton holen und werde das verpacken. Ich mache das so, dass ich immer Tag abwarte, abends dann alles zusammensuche, was im Laufe des Tages zusammengekommen ist. Oder wie heute jetzt halt dann, dass ich mir einfach jetzt am Wochenende alles schnapp, wo Geld eingegangen ist oder was noch, was schon die Zusage ist, wo auch die Bankdaten und alles Mögliche geklärt ist. Das packe ich alles schon zusammen, so dass es natürlich dann noch reibungslos und schnell ich verschicken kann. Da muss ich auch mal Danke an meine Schwiegermama sagen, weil die versorgt mich immer mit Schuhkartons. Das ist nämlich super zum Verpacken. Die guckt die Videos eh nicht an. Die guckt zwar die Schwiegermama eh nicht an, aber ich sage trotzdem einfach mal Danke. Dann habe ich es zumindest mal erwähnt. Ja, ja. Und weil so viele Kartons kann ich ja gar nicht kriegen. Es sei denn, ich bestelle selber viel, wo ich dann wieder zum Verpacken für euch nehmen kann. Nee, so ist nicht. Ich kriege wirklich ganz viele Schuhkartons von der Schwiegermama. Die bei der Post denken sich auch immer, wie viele Schuhe hat er denn zu Hause? In allen möglichen Größen. Naja, aber wie gesagt, ich bin jetzt fleißig am Verpacken. Ich zeige euch das gleich mal. Und ach so, noch was anderes. Genau, ich wollte euch ja unbedingt noch erwähnen, was mit unserem neuen Zug passiert ist, unser neuen Lind Baureihe 2648 im echten Leben. Ich zeige euch gleich mal ein Video, wie er schön an den Bahnsteig ranrollt auch. Da habe ich mich noch richtig gefreut drauf auf den Zug, weil ich sage, endlich kommt er, ich kann fahren. Ja, leider hat mir dann der andere Lokführer, der mir den Zug übergeben hat, dass ja ein paar Sachen nicht so funktionieren. Ja, da war ich dann natürlich schon, naja, gut, nicht so schön, aber sind halt Kinderkrankheiten, was die neuen Züge gegebenenfalls noch haben. Das ja hoffentlich auch besser wird und sicherlich auch. Ja, wird auf jeden Fall besser, definitiv. Also es war ja auch bei unseren alten Zügen, die wir aktuell fahren, vor 20 Jahren mal so, dass die auch von Hören und Sagen von den Kollegen, die schon länger dabei sind, ja, ihre Problemchen hatten und der eine oder andere mal liegen geblieben ist. Jetzt ist halt auch mit den neuen Zügen so. Ich finde es natürlich schade, dass ja nicht wie bei den Zügen, wie bei den Autos ist. Also ein Auto. Wenn ein Auto in Serie geht, gab es ja vorher einen Prototyp, wo die dann ja getestet haben, gemacht, getan, so dass der serientauglich ist und die Leute ihr Auto kaufen können und nicht nach 100 Kilometer liegen bleiben. Bei der Bahn scheint das anscheinend nicht so zu sein. Also es gibt neue Züge, die werden ausgeliefert und dann danach werden die Probleme ausgemerzt. Also so habe ich zumindest das Gefühl. Wenn das nicht so ist, kann mir das gerne mal einer schreiben, aber mein Gefühl ist es so, ja, und deswegen sage ich euch das jetzt einfach mal so. Deswegen sind die neuen Züge nicht schlecht. Ich finde die super schick, auch Inneneinrichtung wirklich toll gemacht. Die Innenbeleuchtung sehr modern, alles auch Cockpit super schön aufgeräumt, übersichtlich. Auch Kameras sind perfekt für den Fahrgastraum, wenn man schaut, ob die Türen freigegeben sind oder nicht halt. Also es ist wirklich super schön, aber natürlich auch umso ärgerlicher für die Fahrgäste, wenn natürlich. Was guckst du?
Also nicht ihr, sondern meine Tochter. Naja, also umso ärgerlicher, wenn natürlich dann ein Zug ausfällt. Und ja, ich hatte es leider das Problem, dass ich dann in Gießen angekommen bin, also weit bin ich gekommen. Ja, bin dann auf die andere Führerstand gewechselt, wollte die Fahrtrichtung verlegen, aber leider ging das nicht. Also ich konnte keinen Meter mehr fahren, nicht vorwärts, nicht rückwärts. Und woran das jetzt genau gelegen hat, kann ich nicht sagen, weil ein Kollege hat den Zug dann übernommen, weil ich habe eh schon länger gearbeitet, als ich musste. Und ein Kollege hat dann, wie gesagt, den Zug übernommen und hat sich dann drum gekümmert. Tut mir auch ein bisschen leid. Ich habe ihm gesagt, er kriegt auf ihm, weil er jetzt ausbaden muss und den Zug wieder in Gang kriegen muss, habe ihm gesagt, kriegt er von mir ein Fleischkäsebrötchen. Das ist das Mindeste, was ich machen kann. Und ja, gut, er hätte eh noch arbeiten müssen, davon abgesehen. Also ob er jetzt Zug fährt oder den Zug repariert, klar. Aber ich wäre nichtsdestotrotz gerne mit dabei gewesen, einfach um Fehler zu beheben, zu lernen, weil das sind ja neue Züge. Und da hat man natürlich noch nicht alles so im Kopf, wie was de was quasi, damit was geht. Wir haben natürlich so eine sogenannte Störliste, um natürlich Fehler zu beheben, schnellstmöglich. Bei unseren alten Zügen, da brauche ich keine Störliste mehr, da weiß ich die Fehler, ja. Also ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, weil die Züge hat man dann schon lange genug, man hat jeden Fehler mal gehabt und dann weiß man das ruckzuck, wie man Zug beheben kann. In Zug beheben kann, in Zug, in Fehler beheben kann vom Zug, natürlich. Nina, kannst du mal dein Gesicht vom Tisch machen, weil das Handy wackelt dadurch. Dankeschön. Genau, also das war leider nicht so schön. Nichtsdestotrotz werde ich natürlich auch hoffentlich bald wieder den neuen Zug fahren dürfen. Dann hoffentlich er funktioniert er auch kompletto, weil, also wenn man Zug drin ist und man gibt Gas, der geht schon vorwärts. Also das macht schon Laune. Ja, und vor allen Dingen beim neuen Zug, er klappert nicht, es rappelt nichts, er ist schön leise, das ist echt klasse. Das ist bei unseren alten Zügen leider nicht der Fall. Da rappelt und klappert es schon mal öfter. Aber gut. Ja, jetzt würde ich sagen, zeige ich euch mal die ganzen Paketchen, was ich schon so halbwegs fertig habe. Dann werde ich natürlich die restlichen Pakete fertig machen und so schnell natürlich wie möglich an euch versenden. Also Großteil geht morgen schon weg. Also Montag, den, was haben wir morgen? Montag. 27. Montag, den 27. gehen erstmal die ganzen Paketchen auf die Reise. Das heißt, wenn ihr das Video schaut, natürlich am Freitag 12 Uhr, müsstet ihr natürlich alles schon da haben. Und gebt mir gerne Rückmeldungen natürlich, ob das alles gut angekommen ist, ob ihr zufrieden seid und so weiter. Ja, was ich jetzt noch mache, theoretisch an meiner Modellbahn, muss ich mal schauen. Denn ich wollte euch eigentlich ein Fahrvideo zeigen. Das geht aber nicht, weil die Beleuchtung, na wie heißt die Beleuchtung, der Trafo von der Beleuchtung von meinem neuen Bahnhof, defekt ist, Nina, du kommst ständig an den Tisch. Merkst du das eigentlich? So. Gut, auch geklärt. Ja, wie gesagt, also der Trafo von der Beleuchtung ist leider kaputt. Den musste ich jetzt nachbestellen. Ich hoffe, der kommt zeitnah, damit ich natürlich dann auch ein schönes Fahrvideo machen kann, wie die Züge durch den Bahnhof fahren, einfahren, ausfahren und so weiter. Jo. Ja, zeige ich euch natürlich noch kurz hier die Schätzchen von was ich verpackt habe, was ihr leider, die anderen leider nicht mehr bekommen werdet, weil es schon weg ist. Dafür sorry, aber dafür habt ihr sicherlich das nächste Mal die Chance, wenn ich wieder eine Modelleisenbahn ankaufen werde. Wann das sein wird, weiß ich natürlich immer selber nicht. Das ist wirklich Sachen, die passieren spontan. Ja, es muss natürlich immer beide Seiten passen. Der Verkäufer muss sagen, okay, passt vom Preis her. Ich muss sagen, jo, passt. Und ja, dann ergibt sich das. Aber wie gesagt, wann kann ich immer nicht sagen. Aber das seht ihr hier natürlich bei YouTube. Ja, also schön dranbleiben. Ich zeige euch kurz die Paketchen und dann schauen wir weiter, wie es weitergeht. Also dann schön dranbleiben. So, damit ihr mal einen kleinen Eindruck bekommt, was hier so immer abgeht, wenn ich so einen Videodreh mache oder beziehungsweise nicht den Videodreh, sondern die Pakete fertigstelle. Ja, es sind einige Pakete. Im Prinzip das, was ihr seht hier, sind alles Pakete, was morgen rausgehen wird. Alles von dem aktuellen Video, was ich Eisenbahn euch gezeigt habe, bis auf hier unten die Kiste, das nicht. Das sind einfach Dinge, die ich so bei eBay Kleinanzeigen drin hatte und verkauft habe. Aber alles andere, wie die Tricks, Soundlok, die Umbauwagen, Lokschuppen, Bahnübergang, die zwei Zugsets, die ihr gerne gehabt hättet oder mehrere von euch, die sind beide an einen Interessenten weggegangen. Die Oberleitung, die ich ja hätte 10-mal verkaufen können, so ungefähr.
ja, Messwagen, Bauwagen, die Kühne und Nagel, Taschenwagen sind es, glaube ich, die Innenbeleuchtung, die Wartungshallen da hinten noch. Ja, also wirklich eine ganze Menge. Ne? Dann hier unten noch Bahnsteige. Ja, also wirklich eine ganze Menge, was ihr bei mir gekauft habt und was natürlich mir viel Arbeit macht. Aber das ist mir ja bewusst, sonst hätte ich das nicht gemacht. Und es macht ja auch Spaß. Also ich freue mich immer, wenn ich euch was Gutes tun kann. Und natürlich, klar, verschenken kann ich es nicht. Ein bisschen was muss auch bei mir hängen bleiben. Und damit finanziere ich ja auch mein Hobby. Das wisst ihr ja, das habe ich euch ja schon mal gesagt. Gut, dann würde ich sagen, Pakete genug angeguckt und ja, mal schauen, was noch so die Woche passiert. Ja, guten Morgen, ihr Lieben, grüßt euch. Ja, wie ihr seht, ich bin mal wieder im Dienst, wo ihr mich seht. Und wir haben es jetzt aktuell 4.44 Uhr. Ich habe jetzt gleich Abfahrt. Und heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der 24.02. Also heute, quasi 12 Uhr, wenn ihr mein aktuelles Video seht, hatte ich euch ja schon im letzten Video erzählt, dann seht ihr auch meinen neuen Zug. Denn heute ist Premiere, der 24.02. Genau. Da fahre ich nämlich erst einmal den neuen Lind Baureihe 2648. Und wie der aussieht und wie der fährt, das zeige ich euch natürlich nachher. Aber erstmal muss ich so ein bisschen fahren. Ausfahrt steht schon, Signal ist schon grün. Das heißt, ich mache jetzt Handy aus und mache erstmal meine Arbeit. Wie nennt man das? Arbeit täglich in Sachen, wie auch immer. Egal. Na gut, jetzt muss ich erstmal arbeiten. So, bis später. Oh ja, geht. Ja, wie ihr sehen könnt, hier hat sich nichts verändert bei mir an der Modellbahn. Ich bin einfach zu überhaupt nichts gekommen. Ich war so beschäftigt, euch Pakete zu schicken und Artikel rauszusuchen. Und ich bin immer noch nicht fertig. Also ich bin jetzt auch gleich noch, wenn ich das Video fertig habe, suche ich noch ein paar Sachen raus für Leute von euch. Also Leute, hört sich blöd an. Also von euch, die Interesse gezeigt haben und bei mir was gekauft haben. Und da muss ich jetzt noch die Pakete fertig machen und noch zwei, drei andere Dinge raussuchen, paar Bilder knipsen und verschicken. Also von daher hat sich bei mir leider gar nichts getan hier an der Modellbahn. Denn es nimmt ganz schön Zeit in Anspruch. Wie gesagt, ich habe das ja schon mal gesagt euch, aber es ist tatsächlich so. Ja, und deswegen liegt ja alles ein bisschen brach. Überliegt ein bisschen Gerümpel rum. Ja, muss ich jetzt wegräumen. Züge stehen auch immer noch alle dieselben da. Also da hat sich wirklich nichts geändert. Aber im nächsten Video lasse ich auf jeden Fall die Züge fahren, denn das Netzteil ist schon verschickt von meiner Beleuchtung. Das sollte jetzt auch dann die Tage kommen. Und dann kann ich den Bahnhof wieder in Betrieb nehmen und dann können wir ein schönes Fahrvideo auf jeden Fall machen. Ja, und ja, wie gesagt, hat sich nichts geändert. Dann seid ihr zumindest auf dem aktuellen Stand. Ja, ihr Lieben, zum Schluss gibt es doch noch ein bisschen Modellbahn. Und zwar diese wunderschöne Lok von Brava, die ich euch im letzten Video gezeigt habe. Ja, habe ich auch verkauft. Ich check die einfach nochmal schnell durch, dass die wirklich alles in Ordnung ist. Lilly ist natürlich auch wieder mit dabei. Lilly, wo bist du? Da ist sie. Lilly. So. Okay, so, also wie gesagt, Lilly ist auch wieder mit dabei. Ja, und wie gesagt, ich check einfach nur noch mal die Lok auf die Funktion, dass alles geht. Ich habe die jetzt einfach auf eine Adresse programmiert, wo ich eine Soundlok hatte. Da muss ich nicht wieder alles neu einstellen. Also Licht funktioniert, Sound hört sich auch schon mal gut an, eine Hupe. Das sieht alles sehr, sehr gut aus. So, jetzt lassen wir die nur mal ein Stück fahren. Ja, das sieht auch ganz gut aus. Lilly ist auch schon wieder ganz wild drauf auf die Lok. Wenn da was fährt, das finde ich immer ganz toll.
Jo, also sieht gut aus. Funktioniert alles wunderbar. Sehr, sehr schön. So, ja, dann würde ich sagen, kann ich einpacken und verschicken. Ja, ihr Lieben, das soll es gewesen sein für dieses Video. Heute mal mehr oder in dem Video mal mehr Gequatsche als sonst was, aber ich hatte wirklich allerhand zu tun mit Pakete verschicken, packen, machen, tun. Und natürlich hat man ja auch noch ein Privatleben und man muss auch zur richtigen Arbeit gehen. Ja, ist halt so. Und deswegen funktioniert es manchmal nicht so, wie man möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich euch jede Woche mal ein bisschen auf dem Laufenden halten, was so bei mir passiert. Auch wenn es mal jetzt nicht hauptsächlich um die Modelleisenbahn gedreht hat bei mir, sondern wirklich halt um das Thema, ja, verschicken, könnte man sagen. Ja, nochmal zu meinem Zug. Habt ihr ja kurz gesehen im Video. Unseren schönen Zug von der Hessischen Landesbahn. Wirklich ein toller Zug, nur ich hatte halt leider nicht das Glück, dass ich ein funktionstüchtiges Fahrzeug hatte. Nichtsdestotrotz finde ich es auch manchmal nicht schlecht, wenn man einen Fehler am Zug hat, den man dann auch selber beheben muss, auch wenn es in dem Fall leider ohne Erfolg war. Denn so kann man am besten das neue Fahrzeug kennenlernen. Ja, das hat ja auch was. Und umso schneller die Probleme dann zu beheben. Bei unserem aktuellen Zug, wo ich ja mit rumfahre, da ist es ja Pillepalle. Ja. Da weiß ich das schon quasi aus dem FF, wie der Zug funktioniert, was mache ich, muss ich machen, wenn der Zug nicht mehr funktioniert und so weiter. Gut, wenn Kühlmittel ausgelaufen ist oder kein Kühlmittel mehr drin ist, da kann ich auch nichts mehr machen zum Beispiel. Dann kann ich nur auf die Werkstatt warten. Ja, deswegen nicht so schön, aber ja, so ist es halt. Ja, wie gesagt, zwecks Fahrvideo ist ja auch hinfällig gewesen, weil ich das eigentlich euch zeigen wollte. Aber, ich meine, ich hätte es auch trotzdem drehen können, aber ich wollte euch wollte ja auch die Züge in den schön beleuchteten Bahnhof einfahren lassen und ausfahren und so weiter. Aber was nett ist, das ist halt nett. Ja, jetzt, wie gesagt, hoffe ich, das Netzteil jetzt noch die Tage kommt. Aber ich denke mal, wenn ihr das Video hier seht, ist ja Freitag, da wird es da sein und dann kann ich das gleich wieder in Betrieb nehmen. Und dann werde ich sicherlich nächste Woche ein paar Fahrszenen von dem schönen Bahnhof und drumherum natürlich zeigen mit aktuellen Zügen, auch die 101er und so weiter. Ja, ne, so ist das. Genau, dann würde ich sagen, soll es das gewesen sein? Habe ich noch was vergessen? Nö, habe ich nicht. Nee, genau. Also dann würde ich sagen, tschüssi, bis nächste Woche. Wir sehen uns, euer Björn, der BLR 2501. Ciao, ciao.